Der kaiserliche Palast. Eine Festung innerhalb einer Festung. Au. Bist du doof, ey? Beendet den Krieg und kniet vor mir. Seijuro würde nicht aufgeben. Und er hatte starke Krieger an seiner Seite. Doch wir waren in der Überzahl. Wir brauchten nur einen Weg hinein. Ja, und den Weg muss, denke ich mal, ich öffnen. Ich war seit 3 Jahren nicht im Palast gewesen. Nicht seitdem der Kaiser mich verhaften ließ. Ja, okay, da bin ich jetzt gespannt. Wir sind in der Festung zu gewinnen. Indem man das Tor aufbricht, indem man die Mauern stürmt, indem man die Gegner aushungert. Ey, Batrin, das Kontroll aus den Beinen leer. Hör auf zu lügen, Mensch. Das ist gelogen. Aber sieht ja schon ziemlich schick aus, muss ich sagen. Also. Seijuro hatte mein Angebot angenommen. Ich gab ihm den Palast. Und mindestens 50 der besten und erfahrensten Samurai-Krieger schlossen sich ihm an. Es waren wenige, aber sie waren mächtig. Ich höre Seijuros Krieger. Wir sterben. Ja, ihr könnt euch ja dran erinnern, erste Mission, hat er die Schwarzgarde die Festung angegriffen und der eine, der sich, ja, widersetzt hat, der jetzt hier der Kaiser des Palastes ist, hat das Angebot ja, wie schon gesagt, schon angenommen. Ich muss, denke ich, mal hier rein, oder? Kein Hindernis für Stahl. Aua. Ey, ist ja gut jetzt hier. Hallo. Ist ja... Ey, Mann, ich will nicht sterben. Hör mal auf mit dem Scheiß hier. Mann. Kann die Alte... Genau, wollte ich gerade sagen. Klopp auf den einen. Hau den in die Fresse. Ui, ich wäre fast an den ersten schon gestorben, ey. Das war aber Heidewitzka. Sehr knapp. Sehr knapp. So, ich denke mal, also hier kommen wir rein, wenn wir wollen. Werde ich auch gleich machen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob man hier irgendwie was finden kann, zerstören kann. Sieht schon schön aus, die Stadt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also hier würde ich auch gerne leben wollen. Also für die Zeit, ne, von damals, also kann man sich schon nicht beschweren. Würde vielleicht nicht unbedingt fast alles aus Holz bauen, aber gut, das ist was anderes. Okay. Die haben mal einen Boost rausgeholt. Ich dachte, hier gibt es noch was Interessantes, aber nee, nur ein Boost. Nur die entschlossensten Krieger waren Seijuros Ruf gefolgt. Sie waren bereit, auf seinen Befehl hin für ihren Kriegsherrn zu sterben. Die lassen wir mal weiter trainieren. Der Preis der Einheit. Ja. Also ich bin dafür, dass wir die da hinten weiter trainieren lassen. Passiert was, wenn ich da... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das hätte ich nicht machen sollen. Ach du Heilige. Aber irgendwie habe ich ja schon Bock, die da hinten alle klatschen zu wollen. Ne, weil die sind mir zu laut. Das ist einfach Lärmbelästigung. Finde ich nicht gut, sowas. Finde ich absolut nicht gut. Okay, wir müssen den Engtypen hier wieder klatschen. Monoskill-User! Au! 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 Höre auf damit, Mann! Ich sag's meiner Mutti. Was auch immer das gerade war, aber... Ja, Monoskill-User, können gewinnen.
Das ist an sich ja auch eine Taktik, ne? Viele kennen die ganzen Kombis und sowas, ne? Hauen da irgendwie geile Sachen raus, aber warum? Wenn man einfach Monoskill usen kann, den einfach mit mehreren Schlägen kaputt hauen kann. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr Mortal Kombat zum Beispiel spielt, ne? Vielleicht habt ihr ja ein, zwei Freunde. Okay, ich will die jetzt klatschen hier. Nee, mach das mal nicht. Aua! Höre auf damit, mich zu schlagen, bitte. Ich möchte das nicht. Ey, okay, alles klar. Jetzt geht's los hier, Mann. Radar, Radar, Radar. Radar. Der ist ziemlich stark, muss ich sagen. Verstehe auch gar nicht, wieso. Das war nicht so schlau. Ich wollte ja eigentlich irgendwie, dass er abhaut, aber ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, geil, cool. Da bleiben wir halt in der ersten Mission schon hängen. Das ist ja auch nicht schlecht. Kommen wir jetzt schon nie weiter. Ist gar nicht so schlecht. Hör mal auf damit. Hallo. Ich muss ihn halt jetzt mit einem schweren Schlag treffen, dass ich ihn exekutieren kann. Sonst wird es mit Leben ein bisschen kritisch. Ja, mit den Leben brauche ich das nicht versuchen, die klatschen zu wollen. Ich glaube, dann lasse ich die da einfach weiterkämpfen. Ist halt so. Weil der Kommandant schon ziemlich heavy ist. Lassen wir die einfach weiterkämpfen. Ich höre sie, du Auskrieger. Mann, wieso sind die hier alle so stark in der Festung? Hör auf damit. Exekutio. Kabum. Haben wir die Alte auch? Ja, ich krieg leider nicht genug Leben. Das ist ein bisschen wenig, was wir hier bekommen. Ach, da geht mir auch mit seinem Gelaber langsam auf den Sack. Thront auf einer Hochebene. Seju hat die besten Krieger um sich geschart. Wir würden diese Stärke brauchen. Na komm, wir haben jetzt einen Checkpoint, ne? Wir können es ja nochmal versuchen. Wir haben ja jetzt einen Checkpoint. Hör auf damit! Verpisse dich! Monoskill-User ist. Ah, okay. Okay, das wird ein bisschen anstrengend gegen den. Na wohl? Wieso sieht schon mal besser aus? Nein! Scheiße! Komm her! Na! Noch nie! Aua! Gut, dann töte ich ihn halt so. Ja. Wo sind eure billigen Arbeiter hier, ne? Aua! Hayamaha! Au. Au, 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 au. Sind aber auch viele, ey. Die müssen aber auch gleich übertreiben hier. Die hätten doch ganz normal weiter trainieren können. Ich gehöre nämlich zum Training dazu. Das wissen die nur noch nicht. Leider kann man die nicht exekutieren, das finde ich echt schade. Sonst könnte ich mir wieder Leben dazu holen.
Geile ist, wenn ich gleich sterbe und danach kein Checkpoint kommt, leben die alle wieder. Also an sich bringt mir das jetzt hier nichts, aber ich mach's trotzdem mal zu Ende. Kommt mit. Mensch, okay, wir müssen kurz warten. Okay, jetzt haben wir wieder genug Ausdauer, scheiß Raucherlunge hier. Au, 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 au. Wisst von mir, wie ich das jetzt noch machen soll, weil ich denke mal, eine ganze Zeit lang wird jetzt kein Checkpoint mehr kommen. Aber egal. Wir haben die geklatscht und das hat uns absolut nichts gebracht. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es jetzt einfacher haben, wenn wir die Stadt einnehmen. Wir werden sehen. Ist natürlich jetzt, wie schon gesagt... Boom. Nee. Da sollst du gegenhauen. Ich habe, wie schon gesagt, immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es mir was bringt. Aber ich denke mal nicht, Mensch. Das haben wir alles umsonst gemacht. Das ist doch crazy, Mann. So, dann gehen wir mal hier weiter. Na, Leben wären halt nicht schlecht, ne? Wie schon gesagt, das wird jetzt sonst ein bisschen anstrengender. Oh, nee. Oh, nee. Üff. Üff. Geh mal vor. Kannst du mal vorgehen? Du sollst da hingehen. Hallo. Geh da hin. Ich geh da nicht zu denen. Du sollst zu denen gehen. Geh da hin. Der schafft die das auch alleine. Kommt mit. So mehr mache ich nicht. Boah. Sorry. Das war ein Joke. Okay. Ja. Du machst das gut. Ja, wunderbar. Ich darf halt. Ich glaube, wenn ich einen Schlag von denen abbekomme. Oh! Fuck. Ich dachte, ich kill jetzt meine Freundin. Geh da mal hin, Mann. Ja, schlag den nochmal. Das war knapp, Mensch. Okay, aber hier gibt es, glaube ich, immer noch keinen Checkpoint. Sehr unlucky. Ich höre Sejuros Krieger. Bitte was? Welche kann ich. Muss ich hier runter? Ha, nur das Beste für den Kaiser. Unser Heer ist auf der anderen Seite. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Doch, das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, er rastet aus. Oh nee, ich hab so ein ganz dumm. Ich muss den Weg finden, das Tor zu öffnen. Ich hab so ein ganz dummes Gefühl mit dem Elefanten hier. Der Elefant muss nur mitspielen. Okay, wir machen mal eine Geste. Ja, es hat ja gut funktioniert auf alle Fälle. Das Sonnenimperium erstreckt sich bis weit in den Osten. Seine Hauptstadt. Oh nö. Das war nicht immer so. Mach das mal nie. Über viele Generationen hat ihr Kaiser woanders gelebt. Er wurde hierher vertrieben, glaube ich. Ich wüsste nur zu gerne. Irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz mit dem Elefanten hier. Muss gleich noch mal ganz kurz gucken. Mit
Nochmal. Jetzt hat's funktioniert. Uff. Wir müssen dieses Tor öffnen. Okay. Jetzt nur auf der anderen Seite. So schwer ist es eigentlich gar nicht. So, er kommt langsam zu uns. Das heißt, wir können uns schon mal hier in die Ecke machen. Dann gucken wir mal. Oh, der ist aber sehr nah. Uff. Na, auf der Seite müssen wir, glaube ich, noch einmal reinlunzen. Nee, Mission erfüllt. Okay, jetzt muss der Elefant, denke ich mal, gegen das Haupttor laufen. Das kriegen wir aber, denke ich mal, auch noch hin. Komm her, mein Kleiner. Ne, komm her. Ne, komm her. Ja, hallo. So, ganz schnell dahin latschen. Keine gute Idee. Sehr gute Idee. Hier bin ich, hier bin ich. Wir sind in der Überzahl. Legt eure Schwerter nieder. Findet Sejuro. Ja, da war die jetzt ein bisschen baff, ne? Dass ein Elefant entgegenkommt. Wir lassen uns nicht aufhalten. Seijuro kann nicht weit sein. Ey, wir sind alle drin. Hello. Gut. Dann werden wir mal Richtung Kaiser machen. Und mal mit denen ein bisschen Tee trinken, ein bisschen reden, wie es denen geht. Und dann töten. Und dann ein Teabaggen am besten. Aua. Hörer, hören Sie bitte auf damit, Sie können damit Leute verletzen. So, die haben wir. Na, ich wollte die exekutieren. Ich wollte die exekutieren, Mensch. Ja. Aua, 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 aua. Weißt du, ich hab grad so gedacht, komm, gehst du mal bei dem Dicken von hinten ran. Weißt du, was macht der? Der dreht sich einfach zu mir. Zu viele Krieger starben. Wir mussten Sejuro finden. So, die Ebene haben wir schon mal. Wunderbar, Mensch. Und hier haben wir wieder was zum kaputt machen. So, 3 von 5. Vielleicht kriegen wir wieder alle Dinger. Wäre natürlich wunderbar, Mensch. Hier gucke ich mal ganz kurz, vielleicht ist hier noch was Schönes drin. Ja, hier ist noch was Schönes drin, das nehmen wir definitiv noch mit. Hier ist auch noch was zum kaputt machen. So. Nur wenige Festungen sind so gut auf eine Belagerung vorbereitet wie dieser Palast. Meine eigene Schwarzenfelsfestung würde nicht annähernd so lange standhalten. Na, was hast denn du für eine scheiß Festung, Mensch? Hol dir mal eine bessere. So, ich gucke jetzt nochmal, ob hier in der Ecke noch was zum Kaputtmachen ist, aber leider nicht. Ich denke mal, das letzte wird weiter oben sein. Oder wir haben schon verpasst, wäre natürlich doof. Nein. Eigentlich könnten die Soldaten so einfach abfangen, wenn sie hier irgendwas runterwerfen, die ganze Zeit runterrollen lassen würden. Das wäre irgendwie lustig. So, ihr ekligen Bogenschützen. Verpisst euch, Mann. Das gehört uns. So, weiter geht's. Weiter geht's. Haben wir hier noch was zum angucken? Ich guck noch mal ganz kurz hier. Ist hier noch was Interessantes? Nö. Total uninteressant, die ganze Festung. Interessiert keine Sau. Wunderbar. Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass gleich der Kaiser kommt. Es wurde so viel Blut vergossen. Oder so ein ekliger Dicker, der mir jetzt schon auf den Sack geht.
Au! Auf mich zu pieksen. Hey, das ist echt schön, dass die anderen Soldaten von uns einfach zugucken. Weil ich bin tot. Habe ich auch mal gesagt, dass ich den Dicken mag? Ja, ne? In irgendeiner Mission habe ich das schon gesagt. Na gut, zum Glück ist hier direkt ein Speicherpunkt. Dann kümmern wir uns erstmal um die hier. Ich habe keine Ahnung, was der Boost kann. Ich habe irgendwas jetzt aktiviert. Was ist denn los? Darf ich jetzt auch mal... Mädel. So, die erste haben wir schon mal. Der Dicke ist auch gleich tot. Nee, 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 nee. Nein, was? Ich muss exekutieren, Mann. Ich brauch doch die Leben. Schön, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit hin und her kloppen. Wunderbar. Richtet mich hin! Man wird sich an mich erinnern. Als den größten Krieger, den unser Volk jemals sah. Naja gut, 1,60 Meter ist jetzt nicht der größte Krieger, ne? Also. Diese Krieger folgen niemand anderem. Euch wird man vergessen. Der Kämpe des Kaisers wird euch besiegen. Der Kämpe des Kaisers verrottet in einem Kerker in der Unterstadt. Ihr seid es. Der Kämpe. Dieser Verräter. Eher ein Held. Oh nee, nee, nee. Warum? Gib dir noch wieder das Schwert, Mensch. Richte dir noch einfach so hin. Oh, natürlich. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich war 3 Jahre in Kerker gesessen. Ja, ja, natürlich. Ja, ist okay. Ach, darauf habe ich ja richtig Bock, du. Verpiss dich. Ihr seid kein Kämpfer mehr. Nee, 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 nee. Nichts machen, was mir wehtun kann, bitte. Danke. Gib auf, Seto. Aha. Kannst du mal damit aufhören? Danke. Mann! Der wird anstrengend. Definitiv anstrengend. Wieso? Mann! Wieso haben die das wieso hat er das Katana hingeworfen? Warum? Monoskill usen. Es funktioniert nicht. Au. Mann. Monoskill usen. Ja. Lange von eurer Niederlage erzählen. Monoskill usen. Das funktioniert ein bisschen. Der Kerker ist euch nicht gut bekommen. Doch, ich hab so eine schöne Kerkerfreunde. Wichser. Der alte Kaiser war schwach, aber ich bin stark. Ja, sehr stark bist du, ne? Hm, beim zweiten Mal. Du Esel, du. Du wirst sterben. Worauf wartet ihr noch? Elendig verrecken, Mensch. Wir brauchen Anführer, Seijuro.
Ihr entehrt mich. Wir brauchen euch. Ihr seid ein großer Krieger. Ich diene nicht unter euch. Doch, machst du. Dann erschlagt mich. Nehmt meinen Platz ein. Befehligt unser Heer. Ihr seid des Wahnsinns. Apollyon steckt dahinter. Nicht Sejuro. Ich werde nicht ihren Krieg für sie austragen. Die Dinger an den Helmen, da könnte man Bier reinstellen. Was an den Seiten? Hier, bei den Getränkehalter. Der Kämpfer des Kaisers führt unser Heer wieder an. Ich ziehe nach Aschfeld. Denn dort ist unser Feind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dein, haut rein und tschüss.